Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, hoffentlich haben wir die Hunter jetzt erstmal hinter uns gelassen. Und wo guckst du hin, Ellie? Ah, Ich habe das in Dallas Poster. gewohnt. Was? Quarantänezone in Boston. Militärvorbereitungsschule. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Ellie, bitte, es ist noch nicht mal die erste Minute vom Part und du musst hier gleich mit der Pessimisten-Floskel gleich schon den Horror erwecken. Danke. Militärvorbereitungsschule, FEDRA. Die Räumlichkeiten wurden hiermit für die Nutzung durch FEDRA gemäß dem Sicherheitsgesetz Abschnitt 9.18.4 gesichert. Na gut, komm. Wir sollten verschwinden. Bevor doch noch was Schlimmeres passiert. Hunter oder was auch immer. Ich würde so gerne in die Autos gucken, ne? Als wenn da nichts drin ist. Na, ja, ist wirklich nichts drin. Da ist noch Aber eins. hier. Was denn? Ach, das Die Poster. Poster sind überall. Ich hatte den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Natürlich wissen wir, wer Joel da in das Kino geschleppt hat. Sarah, natürlich, seine Tochter. Die hat das natürlich bestimmt gucken wollen. Aber ich habe jetzt gedacht, dass das da ein Comic ist oder sowas. Weil sie vorher auf das erste Poster ja nicht eingegangen ist. Deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Komm, gehen wir durch die Gasse. Gehen wir durch die Gasse. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. Wo? Sieben. Oh, nein. Zehn. Bleib weiter. Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. 18. Ich schwöre. Du hast 25 Dosen Blinken? Ja, 24. Hab eine kaputt. Vorher hast du 24 Dosen Bacon. Und ich erst bin im Hotel. Von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay. Dann machst du mehr. Na toll. Habe ich nicht am Anfang noch erwähnt, dass ich einen Hunter-freien Part mir würde wünschen? Oh, Ziegel. Ich hatte kein Ziegel mehr dabei. Was zur Hölle? Ich habe viele andere Spielsachen dabei. Aber ich möchte eigentlich keine Aufmerksamkeit auf mich erregen. Alleine schon wegen diesem blöden Panzerwagen da. Fährt er eigentlich immer jetzt Patrouille? Da liegt noch eine neue Stange, falls ich brauche. Wie komme ich denn da jetzt am besten vorbei? Ohne dass der mich sieht, ne? Natürlich ist klar. Ganz ruhig. Umso schneller ist das hinter dir. Ciao. Ja, weiß ich nicht, ob das Mist ist, Ellie. Das werden wir wohl herausfinden müssen. Früher oder später. So. Zwei noch im Geschäft. Warte mal, vielleicht können wir die eigentlich auch ausknipsen. Okay, warte, warte, warte. Hast du etwas gehört? Ja,
Was war denn das? Nein, die gehen jetzt nicht beide. Ne. Ist mal was anderes, dass beide gehen. Hier ist kein Schwein. Gut, weiter geht's. Das ist der Truck, der mich sieht. Ellie, sorry. Mm-mm, keine gute Idee. Können wir nicht da über den Zaun? Nee, ne? Schade. Also gut. Den Truck kann ich ja wohl schlecht ablenken. Wäre gut. Aber da muss ja auch einer drinnen sitzen, der mich sehen kann. Ah, okay, der Turm hat auch... Also der guckt sich um. Es sind auch nur noch die zwei Typen da, ne? Der eine liegt da ja draußen im Gras. Ja, die Frage ist auch, wohin? Okay, da ist dicht. Darüber. Hier drin! Bin ich nicht! Oh, du bist so gasloch! Aua! Wo ist Ellie? Du kannst auch schießen! Geschützturm, bleib unten! Das wird jetzt eine reine Schießbude, ja? Freunde? Mitten ins Gesicht. Oh, fuck. Schade, das habe ich mir anders vorgestellt. Shit, der kommt hier durch. Oh, Sackgasse. Puh. Okay, noch weiter hoch geht's nicht, okay. Wenn das mal keine Viecher anlockt. Was quält das... Vehikel sich da jetzt so durch, oder? Oh, das ist keine gute Idee. Alles klar, Ellie. Schön vorsichtig. Aber Zeit zum Looten haben wir. Nicht mal Getränke. Ah, Kakis. Hallo. Gut, wir müssen also raus. Noch weiter nach oben. Okay.
Truck fährt weiter, finde ich gut. Heißt aber nicht, dass der nicht zurückkommen kann. Ich glaube, sie sind weg. Glaubst du oder weißt du es, Joel? Also, wie sicher bist du dir? Ja gut, er hat gesagt, er glaubt's. Ich würde es auch gern glauben. Ich glaube nicht, dass die jetzt so schnell aufgeben. Oh, sehr gut. 25, damit können wir... Ja, das brauche ich nicht. Obwohl, Moment, warte mal. Wir können wieder ein Medipack herstellen und vielleicht das... Na ja, komm, und vielleicht noch davon ein. Und weil wir noch so viel Zucker haben, sogar können wir auch noch davon einbauen. Hätte ich eigentlich gut verwenden können, oder? Ich weiß nicht, ob ich das auf den Truck hätte schmeißen können. Ach, Mist. Ich hätte es ja wenigstens mal versuchen können. Aber ich wollte ja versuchen, sneaky-mäßig, aber genau in dem Moment hat er sich umgedreht. Ich hätte vielleicht einfach nochmal warten sollen, bis der einmal eine Runde mit dem Geschützturm gemacht hat. Ellie, darf ich raus? Danke. Oh Mist. Ist okay. Oh, oh. Sie sehen uns nicht. Okay, solange wir nicht im Blickfeld des Geschützturms sind, ist alles gut. Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Kinderbett. Da sieht's jetzt vermutlich wie hier. Aber sonst ist hier nichts zu holen, ne? Ja, man kann ja sich umschauen. Ja gut, das hätte jetzt aber auch eben schief gehen können. Ich meine, der Kleine hätte auch schießen können oder wir hätten den... oder seine erwachsene Begleitung, sage ich jetzt einfach mal, töten können. Ich meine, Joel ist da ja ziemlich skrupellos, was das angeht. Vor allen Dingen, wenn er angegriffen wird. Aber es ist auch mal schön, freundliche Personen zu treffen. Die uns nicht gleich angreifen. Noch ein Kinderzimmer. Oh, guck mal. Guck mal.
Jack und Dexter und Nathan Drake als Plüschfiguren. Okay, Nathan Drake habe ich auch als Plüschfigur hinten im Auto sitzen. Mit der Heckscheibe. Was haben wir hier? Oh, ein Survival-Buch. Survival, wie Gronkh sagen würde. Kapitel 8. Verbesserter Radius von Brandbomben. Oh, das hört sich sehr vielversprechend an. Sonst nichts. Ja, doch, ich muss sagen, das ist doch schon gemütlich eingerichtet hier. Vor allem ja auch diese offene Küche. Ich mag das ja, ne? Ich finde das ja gar nicht mal so verkehrt, wenn man eine offene Küche hat. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber ja, wenn das gut ins Wohnbild eingefasst ist, so wie hier zum Beispiel. Okay, das Wohnzimmer ist dadurch recht klein, aber ich muss sagen, das ist doch... Die haben sich hier wahrscheinlich gut was aufgebaut. Auf jeden Fall sehr traditionell. Spanisch oder mexikanisch. Also die Puppen da oben auf dem Fernseher sind sehr mexikanisch. Gut, gehen wir weiter. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist sehr ehrenhaft. Na, nach oben geht's schon wieder nicht, dann nach unten. Ja, geht schon mal nach unten. Ich schau mich um. Na gut. Davon haben wir genug. Okay. Cool. Ja, oder Ellie? Das ist wirklich cool. Katzenfreunde. Guck dir das an, Ellie. Hier sind Kratzbäume. Drei sogar. Und viel mehr. Das sieht schon wieder so krass gut aus. Ob das selbst gezeichnet ist? Selbst gemalt? Hier sind die gleichen Prospekthefte oder Magazine wie in der anderen Wohnung. Oh, sehr gut. Das macht langsam Fortschritte. Okay, Snacks ist voll. Warte mal, wie sieht es denn eigentlich aus? 35, okay. Ist also nicht mehr so viel. Oh, der Fernseher. Klebeband. Der Fernseher, Alter. Und DVD-Player. Ja, Mensch. Einfach mal einen richtig guten Film gucken. Oh, Ellie, Comic. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Gut, 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 das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das hat sich sehr gelohnt. So, letztes Zimmer. Obwohl, die Toilette ist ja auch noch da. Was sind das denn für coole Waschbecken? Oder? Richtig stylisch. Okay, hier sind die Kartons von einem Rechner und noch einem Rechner. CDs. Vogelkäfig. Also es waren sehr tierliebe Menschen. Okay, das ist vielleicht der Rechner, aber wo ist der andere? Hier muss doch noch irgendwo einer stehen.
Das ist der Fernseher, der steht hier. Oh, hier ist eine Gitarre, die habe ich gar nicht gesehen. Ist schade, dass man das nicht aufmachen kann und dann wenigstens ein bisschen spielen kann. Na gut. Ich glaube, das war's, Ellie. Hast du noch was gefunden? Ich meine, CD-Spieler hat unser Auto nicht, was leider nicht mehr ist. Schade eigentlich. So, kleine Achtung. Nicht, dass ich dich hier blöd runterschubs. Das muss ja nicht sein. Pop-up-Toys. Spielzeugladen, das ist ja nice. Halt, halt! Seid alle mal leise. Weg von den Fenstern! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Nee, gönn ihm das doch. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Das ist doch was für dich, wa? Also meinetwegen kannst du das einstecken. Ich würde es dir erlauben. Actionfiguren. Das wäre jetzt witzig, wenn da so eine Joel und Ellie Figur wäre. Da, den Truck haben wir oben gesehen, im Kinderzimmer. Habt ihr das gesehen? Ich denke, ich gucke nicht richtig. Ellie? Und wie sie einfach weggeht. Ich hab das gesehen, du hast den eingesteckt. Gut. Was ist das? Panda. Panda Patrol. Okay. Für. Ist das denn 9,99? Ich weiß das nicht. Was haben wir da unter? Okay. Nichts, was man wiedererkennt. Oder sind das Spiele, die es wirklich gibt? Panda Patrol. Ja, Pop-Up-Toys. Okay, ich bin jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht, weil normalerweise, das weiß ich tatsächlich vom Let's Play schauen, dass hier eigentlich Jack and Dexter and the Last of Us Brettspiele im Schrank stehen sollten. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Warum sind die weg? Finde ich nicht gut. Schade eigentlich. Gut, dann lohnt sich das auch nicht, sich weiter umzuschauen. Alter. Shit. Ellie, gib uns Deckung. Hast du gefunden? Na klar. Nichts. Sam, da oben war wohl jemand, aber ihr. Sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ja, teilt euch mal auf. So, der geht da in die Garagen. Na, kommst du hierher? Na, einen Stein habe ich nicht mehr. Und eine Schießerei möchte ich eigentlich nicht anfangen. Hier ist nichts zum Werfen, ne? Schade. Sorry, Sam.
nimm mal hier die Handsäge und schmeiß sie mal. Nee, das wäre, dafür sind die zu auseinander. Der Bogen wäre da schon eine Alternative. Du hast es drauf, Mann. Shh, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich die... Warte mal. Oh mein Gott. Jetzt hat er ihn gesehen. Vielleicht kann ich so den anderen bekommen. Er ist tot! Er ist tot! Ausschwärmen! Ja, schwärmt mal aus. Komm her, mein Freund. Gar nicht gut. Eindringlich! Oh Mist! Töte mich nicht, Mann! Bitte lass mich gehen! Na, ganz bestimmt nicht. Als wenn ich dich gehen lasse. Du wolltest auf mich schießen, Mann. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na, nenn mich doch nicht Alter. Na los, hier auf den Truck. Ja, warte mal kurz. Ich bin gründlicher als du. Mein Pfeil kriege ich nicht zurück, ne? Ist der... Habe ich so tief geschossen? Schon wieder her. Ich könnte theoretisch eigentlich davon eine werfen, aber dafür sind es zu wenig. Warte mal, wir können ja mal was ausprobieren. Ja, das hat jetzt super viel gebracht. Was ist das jetzt? Wieder nichts für mich. Ja, der hat gesessen. Aber wo die hergekommen sind, sind bestimmt noch mehr. Hundertprozentig. Na, Messer? Geht nicht. Die ist zu. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Er hat einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Hier. Ah, okay. Ja, ich guck mich trotzdem nochmal um. Siehste, hat sich sogar gelohnt. Ist eine Firefly-Marke. Hier war ich schon drin. Ganz in Gedanken. Gut. Ist das euer Versteck hier?
So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Oh, das war jetzt aber... Bist du ein bisschen nervös im Gegensatz, also hier in Gegenwart von Ellie? Oh. Notizen. Architektenbüro, ne? Da ist schon wieder dieser Award, oder? Die Auszeichnung für große Leistungen. Ah, doch, es sieht schon cool aus. Also ich finde diese Architekten-Konzeptzeichnung sowieso mal sehr interessant. Das finde ich noch interessanter. So umgucken, ob hier irgendwelche Details sind. Wir sind da. Ja, warte mal kurz. Ich will mich trotzdem noch mal ein bisschen umschauen. Oh ja, hier die Modelle, die man baut oder die gebaut werden. Für jeden Modellbauer, der jetzt sei es Städte oder sei es Modelleisenbahn, der wird sowas total lieben. Ich meine, ich habe mir auch mal so Videos dazu angeschaut, wie die das machen. Also sprich, mit Pinsel so ein bisschen Mauerstruktur und Moos und so hier Witterungseffekte. Das ist schon wirklich krass, was die Leute da machen. Und dann alles in Miniatur. Also Hut ab für die, die das machen und können. Dann, war's gut, Sam? Ist wahrscheinlich ein bisschen eingeschnappt, weil sein Bruder 14, hä? Gut, gehen wir rein. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, halt, halt. Wow. Ich kann es gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen.
wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier ist nichts mehr zum Sammeln. Gut. Ja, ich vertraue dir. Du hast einen Plan, glaube ich. Und wenn wir das taktisch angehen, dann wird das auch was. Lieber optimistisch als pessimistisch. Nicht, Ellie? Haben wir doch gelernt. Oh, das ist die Brücke, über die wir rüber wollen. Dies steht hier als Modell. Also wurde die Brücke quasi hier entworfen. Ja, Moment. Ich schau mir doch alles genau an. Oh, man kann mal nach oben gehen. Ja, natürlich nicht. Hätten sie es nicht dahin stellen können, weißt du, Hoffnung aufgebaut und dann gleich wieder zerstört. Na egal. Alles klar? Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Komm dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ruhig. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Ich habe Klicker gehört und die schießen auf die. Vielleicht ist das eine gute Ablenkungsmethode. Vielleicht können wir die Klicker ja benutzen. Wo kommen die denn her? Oder sind die irgendwo? Nee, ich glaube nicht, dass die gefangen haben und die einfach zum Spaß darauf schießen. Ach, da hinten sind die. Erledigt! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Okay, oben zwei, unten einer. Kommen da jetzt keine mehr? Shit, es hat sich ausgeklickert. Hey, hörst du? Klicker! Ja, ich höre es, aber ich sehe nichts. Da drüben, da! Gefährlich, willst du es versuchen? Können wir die nicht vielleicht umgehen? Nein. Wenn der zurückkommt, riskiere ich das nicht. Da
Henry, locker. Ganz ruhig. Nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Ich würde den ja am liebsten mit dem Pfeil und Bogen abschießen. Aber dann wird sein... Irgendeiner wird das mitkriegen. Das war fast unangenehm, ey. Das hat mir ein bisschen zu lang gedauert. Ich wollte erst wieder zurückgehen, aber... Was mache ich denn jetzt? Ich könnte theoretisch schon so eine Bombe da reinwerfen, dann sind die beide oben weg. Aber die Frage ist... Okay, das ist der Klicker. Schade, dass ich den nicht benutzen kann für lustige Ablenkungsmanöver. Wer sieht mich denn da? Die sind doch voll konzentriert da oben. Das finde ich nicht gut. Die sind doch auch nur zu zweit, ne? Das sind nicht drei oder so. Kann ich da... Ah, das geht nicht. Shit. Ach, Scheiße. Gib mir Deckung, ich gehe ran. Ich passe auf. Ja, passt mal auf. Komm, guck noch mal. Henry, warum deckst du mich denn nicht? So viel Verlass ist also auf dich. Davon! Los, gib uns Deckung! Du bist tot, Arschloch! Das glaube ich wohl weniger. Bisschen eingerostet im Schießen, oder? Okay. Geschafft. Ja. Mit zu viel Ressourcenverlusten. Ist nicht so geil. Aber gut, dass ich so viele Restressourcen habe, dass ich sagen kann, ich kann mir wieder was Neues bauen. Puh. Revolver ist leer. Schade. Danke. Also, dass er mir da in die linke Flanke gefallen ist, das ist nicht so geil gewesen. Natürlich, den Ziegel. Lieber den Ziegel. Dich. Schade, hier wäre ich nicht hochgekommen, ne? Nee. Hätte ich einfach den Strom kappen können? Das wäre wirklich witzig gewesen. Hä, was ist da los? Ja, lass mich hier nochmal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Und dann würde ich sagen, bevor wir weitergehen, würde ich erstmal die Folge beenden. Seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Ihr wollt natürlich so schnell wie möglich weiter, ich weiß. Aber, meine lieben Freunde, das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.